Nathalie Mezentrok, willkommen in unserem neuen Spiel. Ja, da sind wir wieder hier in Centrock. Mit unserem Kamel und dem Hundi hier. Oder was das ist, oder Präriehund? Ach, sowas könnte das sein, ne? Okay. So, machen wir aber weiter mit unserem kleinen Wüstenstadt-Simulator. Müssen wir natürlich jetzt mal ein bisschen was tun. Wir müssen Sachen fertigen, unsere Bude ein bisschen ausstatten, hier die Leute kennenlernen. So. Was sind da für Augenringe, sag mal? Was da passiert? Hä? Hast du zu wenig geschlafen? Ach, kann das echt, kann das sein? Weil wir zu wenig geschlafen haben, wir haben auch nicht genug Energie oder so? Hat der jetzt hier dicke Augenringe? Sieht so aus, okay. So, gut. Okay, ihr sollt ja irgendwas bauen hier, ne? Was ist das hier? Montagestation. Interagieren. So. Dies ist ein Handbuch für die Montagestation, in dem alle größeren Maschinen aufgelistet sind, die du herstellen kannst. Im Moment kannst du einen Wiederverwerter herstellen. So. Öffne eine Bauanleitung, um zu sehen, was du zum Bau dieser Maschine brauchst und wie du die Materialien bekommst. Wir brauchen einen Steintrog und dafür brauchen wir Steine. Ich haue Steine mit meinem Spitzhammer. Hier ist noch ein kleiner Programmfehler drin hier. Im Text. Bäume fällen, Holzreste, Schleifsäge. Ich muss eine Schleifsäge herstellen, oder was? Auch an einem Color-Arbeitstisch gemacht. Aber die kann ich selber herstellen. Achso, hier steht auch, dass ich das selbst herstellen kann. Das ist eigentlich cool. Das kann ich sammeln und das kann ich selber herstellen. Okay. Gut, dann... Hier sehen wir dann schon so ein bisschen das Modell, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist. Wie so ein Mörser. So ein Mörser von früher. Ich habe Post. Schon wieder Post. Das ist ein Stress hier schon wieder. Von der Konstruktionskreuzung. Was ist das denn? Hallo Baumeister, willkommen bei Sandrock. Im Namen meiner guten Freundin Bürgermeisterin Judy, die nicht verfügbar sein konnte, um diesen Brief zu schreiben, ist ein Genie da, oder? Möchte ich Ihnen unsere herzlichen Grüße an diesem Waldrand übermitteln. Waldrand? Ja gut. Ich besitze das Büro der Baustelle neben dem Rathaus. Wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Werkstatt zu verbessern, schauen Sie irgendwann vorbei und ich zeige Ihnen, wie es geht. Hoffentlich hast du dich gut eingelebt. Ja, mit den Du und Sie, da haben Sie noch ein bisschen Probleme beim Übersetzen. Hier, Heidi. Ich weiß nicht, ob die da wirklich einen nehmen, der das deutsche Sprache kann oder das über Google-Übersetzer machen, weiß ich nicht. Ja, gut. Das erinnert mich auch ein bisschen mit, an Stardew Valley, wo wir immer dauernd Werbebriefe von der Tischlerin bekommen haben, die uns da ihre Erweiterung verkaufen wollte. Mhm, geschäftstüchtig. Was ist das hier? Owen. Fred, hallo Neuankömmling. Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt. Ich denke, du wirst feststellen, dass die Leute hier, im Gegensatz zu bestimmten Bedingungen, die du in Sandrock antriffst, sehr gastfreundlich sein können. Hä? Dass du, gut. Ich möchte so ziemlich jeden kennenlernen, der hier zu leben gedenkt, und das schließt dich mit ein. Okay. Ich bin mir sicher, dass du auch Fragen an mich hast. Da bist du. Ich kann dir alles über die Art und Weise erzählen, wie wir die Dinge in die Hand haben. Schau doch mal im Blue Moon Saloon vorbei und trink ein Glas Jagdbeermilch auf Kosten des Hauses. Oh, Owen, der Inhaber des Blumen, und hat mich eingeladen. Okay, das nehmen wir natürlich gerne mit. So, hier können wir alles nochmal gucken, was wir... Okay. Das ist ja praktisch. Moment. Dieses T-Shirt, das habe ich gar nicht gesehen. Das gibt uns auch was. Also die Kleidung gibt uns auch Vorteile. Abgesehen vom Look natürlich. Der hat echt Augenringe, alter Falter. gibt uns Verteidigungspunkte und Fähigkeitsstärke. Erhöht die maximale HP und reflektiert Schaden. Wow. Das war volles Dörrfleisch. Mega. T-Shirt, wollte ich gerade sagen. Dörrfleisch 6. Kann ich das essen? Wie mache ich das? Oder wie geht das? Ach nee, jetzt bin ich hier noch. Effektiv bei Verwendung Ausdauer plus 7. Wie kann ich das denn essen? Was haben wir denn ansonsten hier eigentlich noch? Oh, ich habe schon ganz viele Leute kennengelernt jetzt hier. Jasmine. Okay, mit ihr kann man eine Beziehung übrigens eingehen. Hallo, Schnucki. So, Jasmine.
die nicht. Klar, ist auch ein Kind. Ganz 40 und 90 Kilo Geburtstag. Wissen wir nicht. Ah, die müssen wir noch rausfinden. Oh. Jasmine ist die Tochter von Judy. Klug und vernünftig. Judy ist oft geschäftlich in der Stadt unterwegs. Und hat eine enge Beziehung zu Heidi und Vivi. So, also die hängen alle irgendwie so miteinander zusammen. Aha. Dann haben wir She kennengelernt, dieser komische Forscher. Ein begabter Wissenschaftler von Vega 5. Er hat sich immer auf die Forschung konzentriert, weshalb es ihm an sozialen Fähigkeiten mangelt. Als Muntermacher trinkt er gerne Tee, obwohl er manchmal für längere Zeit auf Nahrung verzichtet, um seine Projekte zu beenden. Also den könnte man zum Beispiel Tee schenken, wenn es sowas hier gibt. Penn, dieser komische Superwächter hier. Der selbsternannte Beschützer von Sandrock. Selbsternannt, also ist gar nicht offiziell unterwegs. Dann haben wir hier den Raben. X ist Fangs Lieblingsrabe. Er besetzt Fangs Gedanken, Emotionen oft in gesprochene Worte. Er kann allerdings ein bisschen grob sein. Okay, dann haben wir hier Fang. Mit dem kann man auch was anfangen, okay. Das ist 1,85, echt? Ist mir nicht so groß vorgekommen. Dr. Fang und sein Vogel X sind die geheimnisvollen Bürger von Sandrock. Sie leben am Rand der Stadt und betreiben eine Klinik. Obwohl die Medikamente, die er verkauft, ungewöhnlich und nicht traditionell sind, ist deren Wirksamkeit oft erstaunlich gut. Hier ist sowas wie der Magier hier oder sowas. Und dann haben wir noch Jan. Ja, gut. So, also mit denen. Aha, guck mal. Also der hat dann eine Beziehung mit dem und mit dem. Mhm. Interessant. So, Kalender. Also hier ist was. Und da, das müssen wir uns dann merken. Ende des Monats. Da kommen wir noch nicht hin. Fotoalbum. So, das war, wo die Jasmine kam. Und das Enzyklopädie ist jetzt auch ein bisschen erweitert. Ökologie. Alles, was wir unterwegs jetzt so gefunden haben. Steppenläufer. Sie wissen, dass sie ländlich sind, wenn sie dies sehen und langsam in der Nähe schweben. Als wahrer Wüstenvertreter ist es irgendwie friedlich anzusehen, wenn mit der Brise durch die Gegend rollt. Von denen kriegen wir dann Holz und Pflanzenfasern, wenn wir den sammeln. Das sieht auch mal süß aus hier. Gelber Lavendel. Sie ist eine wenige Wildblumen, die in den trockenen, wüstenartigen Gebieten wachsen. Ihre gelben Blüten sind dicht und elegant und schön. Sie ist auch ein gutes Heilmittel. Aha. Das könnte man vielleicht auch einen Heiler verkaufen. So, gibt dann 1 Gold. Oder was das hier für eine Währung ist. Gulden, keine Ahnung. Ach, so viel zu gucken und zu lernen und zu machen. Wir haben gar keine Zeit dafür. Ah, sieht ja aus wie aus dem Grab. Okay, was ist das hier wieder für ein komisches? Diese Hummelameisen finde ich ja interessant. Was ist wohl mit denen auf sich hat? Hm. Na gut, aber wir müssen jetzt bauen. Wir müssen das bauen. So, interagieren. Jetzt können wir hier was bauen auf der Werkbank. Was können wir denn hier bauen? Wir können eine Mini-Aufbewahrungsbox bauen. Wir haben 19 Holz. 10 brauchen wir noch für ein Bücherregal. Ne? Cool. Im Museum? Was heißt das? Hm. Na gut. Wenn wir das jetzt auswählen. Was heißt das hier? Wofür ist dieser Balken? Hier kann ich die Zahlen eingeben. Okay, wofür das jetzt ist, weiß ich nicht. Also wir bauen mal eine Aufbewahrungsbox, weil wir müssen eh mal unser Inventar so ein bisschen umbauen. Oh, I see. Ich habe eine Box gebaut. Oh Gott, das sieht so schlecht aus. So, dann bauen wir die mal hier hin. Nehmen wir 7. So. Dann können wir mit der interagieren. Dann können wir noch ein bisschen Zeug reinschmeißen, was wir nicht brauchen. Was heißt das? Automatisches Ausfüllen. Ah, der sortiert das dann von selbst oder wie? Ah, hier kann man das nochmal sortierend angucken. Ah, das ist ja praktisch. Hm. Alles sortieren. Aha. Okay. Das tun wir mal alles weg. Ich habe einen Sandwurm. Eine Kreatur, die in jeder sandigen Umgebung üblich ist, kann als Köder zum Sandfischen verwendet werden. Auch je. So, mal gucken. Essensreste brauche ich jetzt wahrscheinlich auch nicht. So, das ist jetzt alles, was da reinpasst. Gut. Kein Platz mehr, ja. Okay, aber wir haben zumindest wieder ein bisschen Platz im Inventar. Das kennen wir ja, das Inventar ist aber knapp, ne? Anmalen geht auch. Ich könnte auch eine andere Farbe geben. Ja, da brauche ich wahrscheinlich wieder Materialien für, ne? Oder so. Da brauche ich Farbe. Die kriege ich in der Schneiderei. Okay.
Na gut. So, dann stellen wir die vielleicht ein bisschen mehr hier so hier hin. Moment, so kann ich die drehen. Mit Q. So, ja, genau. Dann ist die so jetzt vorne. Gut. So, dann haben wir unsere erste Truhe gebaut. Wir brauchen eine Schleifsäge. Was ist denn eine Schleifsäge? So, eine Schleifsäge ist das Ding hier. Da brauchen wir... Was ist... Wofür ist das hier? Zwei. Wir brauchen Dinas und wir brauchen Stein. Das haben wir. Dann können wir so ein Ding herstellen. So. Jetzt müssen wir wieder Dinas finden. Schleifsäge haben wir. Holz brauchen wir jetzt noch und Wiederverwerter. den bauen wir ja hier. So. Also wir müssen noch Holz finden. Okay. Das will ich aber... Kann ich das nicht umsortieren? Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich esse. Ach so, da muss ich linke Maustaste drücken. Ah, dann ist das hier. Ah, okay, gut. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Oder wenn wir jetzt Holz suchen. Okay, wir müssen jetzt mal Holz finden hier irgendwo. So, Bäume dürfen nicht fällen. Dann ist wieder so ein Jagdmel oder was das ist. Oben liegen so Sachen. Da laufen die Jagdmels rum. Oh, was ist das? Ein Sandwurm! Sieht da knuffig aus. Hier ist noch einer. Okay. Ja, gut. Wenn wir angeln müssen, wenn wir das Kärtchen wohl brauchen. So, hier mal Holz. Sehr schön. Gib's ihm. Gib's dem Holz. Jawohl, du kannst es. Das ging aber schon mal schneller. So. Holzschrott haben wir jetzt bekommen. Hm, dann brauche ich aber ein bisschen mehr. Hier mal so einen Ballkaktus. Dann kriegen wir auch nochmal was. Aha, da kriegen wir auch Holz. Ha, Holz. Und dann sind diese Jagdmelz hier. Wieder lustig aus. Okay. Was ist das hier? Holzreste. Ah. Gib's ihnen. Jawohl. Aber kein richtiges Holz. Hier haben wir wieder einen Wurm. Ich glaube, den Wurm lasse ich mal wurmen da unten. Was ist das denn hier? Ein Knallhuhn? Huh! Hey, das greift mich an. Was war das denn? Das hat ja wohl einen Knall. Hilfe! Feindliches Huhn. Was ist denn hier los? Nicht sie weg hier. Gib mir mal lieber Fersengeld. Ah, wer ist das hier? Bamna. Pass auf dich auf, du kannst deinen Körper nicht ewig so behandeln. Danke für den Tipp. Wie ist das hier? Venti? Hallo? Ich liebe Jagdmilch. Ich bestelle immer die größten Tasse, die sie haben. Glub, 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 glub. Runter mit dem Becher. Das macht meine Arbeit viel besser. Okay, sieht auch nett aus. So, hier haben wir Sandgras. Das können wir auch noch hier. Wir müssen natürlich immer unsere Energie im Auge behalten hier. Holz. So, jetzt haben wir Holz. Ah, die gehen jetzt alle von der Arbeit weg zur Kneipe wahrscheinlich. Puppi! Können wir das Ding jetzt bauen hier? Aha, jetzt haben wir es. So, dann können wir das Ding dann... Hui, Wiederverwerter. Sandabsorption, Warteschlange. Ja, keine Ahnung, was das alles bedeutet. Werden wir mal rausfinden. So. Die können wir jetzt hier irgendwo hinstellen. Ich doch mal. Lieber viel Platz weg hier. Hier so eine Ecke. So.
Bumm. So, was kann man mit dem jetzt machen? Da kann ich jetzt was reinwerfen. So, was ist denn hier? Mechanischer Schrott. Was passiert dann? Was ist das hier? Aha. Aha. Das ist meine Tankanzeige. Aha. Das Ding braucht also Kraftstoff. So, jetzt können wir da Kraftstoff hinzufügen irgendwie. Hm. Ist aber voll anscheinend, oder? Ja. So. Arbeitet das Ding jetzt? Anscheinend, der braucht jetzt 2 Minuten. Da macht er drin irgendwas. Aha, okay, interessant. Na gut. So. Da hinten ist wieder. Ich spreche mit Jan. Wir müssen mit Jan reden. Wir müssen auch bald wieder. Wir müssen heute pünktlich ins Bett. Das nehme ich immer vor, aber wir müssen da. Es liegt hier rum. Wir müssen den. Zerstörtes Glas. Man muss hier auch ein bisschen die Augen offen halten. Hier liegt überall immer Zeug rum, dass man looten kann hier. Ah ja, das ist der Saloon. So, dann gehen wir mal rein. Womit der Typ von uns will. Hey, there you are. No need to show me the recycler. I'm sure it's fine. You have a builder's license, right? Besides, what's the worst it could do? Explode and burn our whole town to the ground? Ganz genau. The main thing to take away here is that from now on, whenever you have questions, you can just consult your workshop handbook and definitely not ask me anything related to building whatsoever. Yes, I'll be far, far too busy to handle your questions. Mm-hmm. Klar, er ist immer sehr beschäftigt. So, now you have the basic knowledge of a desert builder. Why don't you mosey on over to City Hall and register your workshop? Oh, yeah. Normally, the mayor handles registrations, but Minister Matilda's taking over administrative-type stuff for her at the moment. Mm-hmm. Hm. Wo ist denn diese Bürgermeisterin? Oh, you hadn't heard? She's off trying to plant things in the Eufaula Desert. Didn't no one ever tell her plants need dirt to grow? Say, she's been gone for a while. Hm. I sure hope she's still alive. Okay, also die Bürgermeisterin versucht in der Wüste irgendwas anzupflanzen, ist daher abwesend. Und er hofft, dass sie noch am Leben ist. Das nehme ich ihm nicht so ganz ab. Oh, by the way, I found a couple of extra diagrams I was probably going to throw away. But why would I do that when I could just recycle them to you? No need to thank me. Consider it a new employee bonus thingy. Oh, vielen Dank. Anyway, hurry over to City Hall and have Matilda register your workshop. While you're out, I'll be preparing a job for you. Hurry back when you're registered. Okay, die nächste Mission. Wir müssen uns also registrieren, dass wir halt legal hier dass wir hier legal auch arbeiten dürfen. Was ist das hier, eine komische Fischradio? Diese Antiquität wurde in den Ruinen entdeckt. Es ist ein seltsames Gerät, das hast du hier ein Fisch geformt ist. Es erzeugt ein statisches Geräusch, wenn die Lautstärke aufgedreht wird. Ich frage mich, wofür es benutzt wurde. Ich kenne hier keine Radios. Das sieht cool aus, den kenne ich auch gern. Oh, hier haben wir eine Truhe gefunden. Loot! Überall sind Schatzkisten versteckt. Vergesse nicht, die leeren Kisten zu recyceln. Hey, wir haben Golds bekommen. Nice. Das heißt, wir können diese Schatzkisten verschlagen
und kriegen dafür Holzbretter und Erfahrung. Also das ist auch legal hier, das ist erlaubt. Was ist das hier? Porträt des ehemaligen Kommissars der Centro Commerce Guild, E-Mail. E-Mail? Mit der Thermoskanne in der Hand sieht aus wie jemand, der sich gut um seine Gesundheit kümmert. Okay. Was haben wir hier noch? Kristallkugel. Eine hübsche Kugel, man kann sich vorstellen, wie Jan hineinstarrt. Wahrsagend. Oh ja, kann ich mir bildlich vorstellen. Hier gibt es so viel ins Entdecken. Wir haben gar keine Zeit für... Was ist das für ein Regal hier? Bücherregal. Dieses Bücherregal ist fast unbenutzt. Müssten Handelsgilden nicht mehr Bücher haben. Ein Titel springt ins Auge, wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Können wir das nehmen? Dienstplan der Handelsgilde. In diesen Büchern sind die Handwerker aufgelistet, die in den freien Städten registriert sind. Sie reichen fast bis in das Zeitalter der Dunkelheit zurück. Gut, hui. So, dann können wir hier gehen. Hängt ein Zettel. Ach ja. Das haben wir schon gelesen. Handwerker des Jahrzehnts ist natürlich nur einer. Ja, hier. Naja, gut, das ist komischer Vogel. Aber so, jetzt haben wir neue Missionen in Aussicht. Wir müssen sie jetzt registrieren lassen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Und dann kommen wir hier in die Kneipe. Da noch auf. The Blue Moon Saloon. So, wo kriege ich jetzt mal kostenlos einen Drink? Wo ist jemand? Grace. Was ist das? Newcomer, huh? That's good. We need all the help we can get. I'm Grace. Stop by for a meal at the saloon sometime. I'll do my best to make something edible. Oh, das wäre schon mal gut, wenn es essbar wäre. Nice, nice. Hey there. Back in school, we learned all about how Sandrock was built on a big old world metropolis. Mm-hmm. Sadly, due to the current state of affairs, not many people are out here looking for archaeological finds anymore. Okay, also Sandrock wurde auf einer großen Metropole der alten Welt erbaut und momentan will aber keiner mehr so wirklich sich um die Archäologie kümmern, okay? Ja, schade. Kann man ein Geschenk geben? Aber was? Ein Sandwurm. Das ist ziemlich cool, danke. So long, Partner. Okay, ah, sieht aber gemütlich aus hier. Aber die haben schon zu, wie es aussieht. Dann gibt es auch eine Band. Wow. Kommen wir zu spät. Jetzt kriege ich meinen kostenlosen Drink nicht. Mist. Howdy, Partner. So, dann rennen wir mal schnell nach Hause, bevor wir bewusstlos werden. So, na gut, am nächsten Tag müssen wir uns dann bei Mathilda im Rathaus anmelden. Und das ist, glaube ich, die Mutter von Jasmine, so, die uns da rumgeführt hat. So, ab ins Haus. Bin mal gespannt, wann ich meine ersten Möbel bauen kann. Die müsste ich mir ja auch craften können. Es sieht noch ein bisschen leer aus hier. Dann gehen wir mit der Axt ins Bett. Sicher, sicher. Schnarch. So. So, wir sind regeneriert. Die hat ja noch schlimmere Augen. Was ist denn hier los? Okay. Das ist sehr merkwürdig. Komisch. Also eigentlich bin ich ja fit und ausgeschlafen, aber es sieht ja aus wie der lebende Tod hier. Das ist aber merkwürdig. Naja. Wir haben ja jetzt ausgeschlafen. Das ist merkwürdig. Okay. Ja. Hier kommt kein Zug. So, dann gehen wir mal zu dieser Mathilda und lassen uns registrieren. Da müssten wir hier in die Stadthalle. Aha. Dreck. Jetzt haben wir Dreck gefunden. Hier ist auch noch was.
Auch normal Dreck. Geht's denn hier runter? Oh, hier gibt's auch noch was. Zerstörtes Tuch. Hübsch aus. Kann ich mit diesem Dunby hier interagieren? Dunby, Ministrantin der Kirche des Lichts, anscheinend Ehefrau von Ryan. Anscheinend sind hier also alle Leute in dieser Kirche. Sind wie eine Sekte hier. Eine meiner vielen Aufgaben ist es, die Mithilfe auf der Feuchtigkeitsfarm. Natürlich nehme ich keine Aufgabe, die mir von der Kirche des Lichts übertragen wird, auf die leichte Schulter. Nicht nachlassen, niemals. Okay, viel Spaß. Feuchtigkeitsfarm, klingt interessant. Irgendwas, was wir looten können hier. Hm, okay. Gehen wir mal wieder hoch. Ach, hier ist ja schon die Stadthalle, ne? Sand Rock City Hall. Jawohl. Oh, hier steht ein Pferdchen. Ja, okay. Ups. Das sieht echt furchtbar aus. Was ist denn da passiert? Hm, was jetzt? Oh, who goes there? Hallo? Oh, it's you. Du bist es, Noah. I thought you were one of Logan's gang. Ich dachte, du gehörst zu Logan's Bande, natürlich. Silly me, you look nothing like an outlaw. Ja, du bist das hellste Licht hier, wie es aussieht, okay? And your arms are so skinny. Hallo? Do you even know how to defend yourself? You know, the desert isn't kind to the fragile. Die Wüste ist nichts für zarte Menschen. Ja, also. It is decided. I, the magnificent Pen, the protector of Sandrock, as of 5 seconds ago, have taken it upon myself to offer you a combat lesson. Okay, der bietet mir eine kostenlose Kampfstunde an. Na gut, dann machen wir das mal. Mal sehen. Splendid! Let's go! Wie das funktioniert. Der selbsternannte Beschützer. Kampftraining. You know why I came all the way out here to serve and protect? Because this place builds toughness. If you ain't tough, the desert will chew you up and spit you out. Okay. Dieser Ort härtet dann ab. Wenn du nicht hart bist, wird die Wüste dich gut durchkauen und wieder ausspucken. People here need to train often to build that toughness. Now, before we spar, you can go pick a weapon from over there. Doesn't matter which. All the same to me. When you're ready, come at me. Okay. Okay, jetzt haben wir hier Waffen. Ein Steinspeer, ein Riesenschwert, ein Steindolch und ein Schwert und Schild. Das war alles Stein. Was machen die denn aus Metall? Durchschnittlich. Lebensraub. Verbrauchte Ausdauer 2. Aha. Dolche. Fliegen. Nimm mal die Dolche. So, und jetzt? Come and attack me. Komm und greif mich an. Ich ehre dich. Let me see what you can do. Lass mich sehen, was du drauf hast. Ja, keine Ahnung. Wie geht denn das? Rechts ist ausweichen. Okay. Und links ist angreifen. Is that all you've got? Don't tell me you skip leg day. Okay, you can swing a weapon around. We're all very proud of you. But can you break through my defense? Okay, du kannst mit einer Waffe herumfuchteln. Wir sind alle sehr stolz auf dich, aber kannst du meine Verteidigung durchbrechen? Did you just feel pain? Hab ich gerade Schmerz gespürt? Don't you know any other moves? I'm getting bored. Now it's my turn. Oh. Stand still. This won't hurt much. I can read you like a book, skinny arms.
Enough. Es wird langweilig. Was für ein Angeber. Okay. And thus concludes the segment of my combat course titled Never Mess with Pen. I hope you learned something. I sure had fun teaching it. Leg dich nie mit Pen an. Ja, ich hoffe, du konntest das lernen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Lehren. The first thing I would do if I were you is to go back to your work table and craft a weapon. But that's just me. Farewell, skinny arms. Hallo? An deiner Stelle würde ich als erstes zurück in deinen Arbeitstisch gehen und eine Waffe herstellen. Aber so bin ich nun mal. Ich leb wohl, Spaghetti-Arm. Hallo, Spaghetti-Arm. So ein Flegel. Ah, und dann. So, jetzt haben wir auch gekämpft. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hier rein. Da lassen wir uns offiziell registrieren. Als. Oh, was ist das? Hello. Howdy. Eine große Stadthalle. Why, hello there. You must be the builder. I'm Minister Matilda from the Church of Light, filling in for Mayor Trudy. We're so excited to see you getting started as a builder here in Sandrock. Okay, hallo, du musst Fred sein. Ich bin Pastorin Matilda von der Kirche des Lichts und vertrete Bürgermeister Trudy. Wir freuen uns sehr, dass du hier in Sandrock als Handwerker anfängst. Okay. If you're here, well, that means you must have passed Yen's little audition and you're ready to register your workshop. All you have to do is fill in the name of your workshop and we're all set. Ah, wenn Sie hier sind, bedeutet das, dass Sie Jens kleine Audition bestanden haben müssen und bereit sind, Ihren Workshop anzumelden. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Namen des Workshops einzugeben und wir sind bereit. Okay. Ah, jetzt können wir unsere Werkstatt benennen. Werkstatt ist natürlich so der Name. Ja, was weiß ich. Machen wir es mal so. Fred's Shop. So. That'll do it. Das war's schon. If you ever want to change your workshop name again, you can buy a rename card from the City Hall store. Okay, also ihr könnt dann im Rathausladen eine Umbenennungskarte kaufen, wenn ihr den Namen nochmal ändern möchtet. Kostet wahrscheinlich was. Congratulations, Builder. Ja. Your workshop is officially open for business in Sandrock. Whenever you're ready, you can start taking commissions from the commission board inside the Commerce Guild. Okay, also jetzt können wir... Aufträge an der Aufgabentafel in der Handelsgilde annehmen. Now, I'm not exactly known around these parts for my arithmetic, but I do reckon we can expect a lot from two builders as opposed to just old Mason by his lonesome. Work hard, then you'll have plenty of pocket money for yourself too, don't you know? Ich bin nicht gerade bekannt für meine Arithmetik, aber ich nehme an, wir können einiges von zwei Handwerkern erwarten, im Gegensatz zum einsamen alten Mason. So alt sieht er gar nicht aus. Arbeite hart, dann habt ihr auch jede Menge Taschengeld für euch selbst, wisst ihr? I dare say this calls for a celebration. Okay. Normally we have fireside meetings on Sunday nights, but I reckon I'll just round everyone up tomorrow to proper welcome you new builders. Oh, and you must come. It wouldn't be the same without you. Okay, dann haben wir jetzt hier eine Pflichtveranstaltung. Normalerweise haben wir sonntagsabends ein Fireside-Meeting. Aber ich schätze, ich werde einfach morgen alle zusammentrommeln, um euch neue Erbauer gebührend willkommen zu heißen. Ach, und du musst kommen, ohne dich wäre es nicht dasselbe. Na klar, wenn wir auch da vorgestellt werden sollen. Gut, also morgen müssen wir hier hin. See you then. And congratulations again, Builder. May you bring Telesis to Sandrock. Jawohl, Teletubbies nach Sandrock, genau. Juhu, was habe ich jetzt bekommen? Oh, ich bin aufgestiegen. Und das ist jetzt mein Diplom hier sozusagen. Handwerkerlizenz. Mission gestartet. Okay. Du hast deine Werkstatt registriert. Geh jetzt zur Handelsgilde und sag es Jan. Auf eine Belohnung kommen. Ein neues Alltagsshirt. Aha. Wir können also ein anderes Shirt jetzt hier auswählen, oder wie? Sehe ich jetzt hier auch nicht mehr. Also, wenn wir diese Mission beenden, dann... Gut, dann... Auf geht's! Neues T-Shirt, nur sowas. Krieg ich noch Klamotten. Ich krieg irgendwann eine neue Hose. Die habe ich jetzt schon wochenlang an. So, okay. Leiter der Handelsgilde. Was ist das hier? Justice? You must be one of the new builders.
Well, justice is my name, and justice is my game. That's right. Haha. I'm the law around these parts. Head of the Civil Corps. Okay, du musst einer der neuen Handwerker sein. Nun ja, Justice ist mein Name und Gerechtigkeit ist mein Ding. Haha, das ist richtig. Ich bin das Gesetz in dieser Gegend, der Leiter der Ziviltruppe. Also ist hier so der Sheriff jetzt. Und der andere Typ ist so der selbsternannte Hüter, oder wie? Hello. Ja, mit dem können wir also auch plaudern. Als ich und Owen noch Kinder waren, waren wir wie zwei Beine eines in einer Jeans. Unzertrennlich. Wenn das nächste Mal im Blue Moon bist, lass einfach meinen Namen fallen, dann bekommst du sicher eine extra Portion Soße. Okay. Catch you later. Okay, okay. Gibt's ein schwarzes Brett? Aha, ist die offizielle Zeit von Zentrock, der Tumbleweed Standard. Die reguläre Ausgabe scheint einmal im Monat mit noch wichtigen Ereignissen aktualisiert. Wir können hier auch Werbung schalten. Aha, ist interessant. Alter, das können wir ja schon. Gut, dann abonnieren wir die mal. Kostet 20. Was wahrscheinlich auch wichtig, weil dann können wir... Oh, wir haben Beziehungen verbessert zu Jasmine und Heidi. Ja, weil die jetzt mehr Einkommen haben. Also dann können wir hier Anzeigen schalten und dann für unsere... Ach, wie ist das denn? Der ist ja süß. Nemo! Das ist ein Hund. Oh, der ist ja knuffig. Kann ich ihn mitnehmen? Ich will den Hund haben. Ich will dich mitnehmen. Das geht aber nicht. Oh, ist er süß. Der ist ja süß gemacht. Okay. Vielleicht kriege ich den irgendwann. Das ist eine Corgi, oder? Da kann ein Schwänzchen. Vielleicht läuft er mir hinterher. Tatsächlich. Ich kann aber nichts mit ihm machen. Oh, vielleicht kommt das ja noch. Oh, da läuft Jasmine rum. Was macht die wieder hier? Howdy! Howdy! Meine Mama arbeitet weit weg, aber das ist okay. Oma Vivi und Tante Heidi passen gut auf mich auf. Wenn Mama weg ist, ich muss schneller groß werden, damit ich meiner Mama helfen kann. Fleißiges Kind. Sehr. Nemo, ach guck mal hier, da gibt es ja noch eine Katze. Captain, ist das? Lauf nicht weg, Captain. Ich will ein Kätzchen. Oh, die sind wir aus hier. Mitglied der Ziviltruppe, wählerischer Mäusejäger. Miau, miau. Der sieht aber auch knuffig aus. Grumpy Cat hier, der ist hier der Hilfs-Sheriff. Und hier ist Nemo. Miau, miau. Der Hund? Der sagt nichts. Der macht mal. Okay. Das ist so knuffig. Aber die zwei zusammen? Das ist ja süß. Okay. Also schon süß gemacht. Ich meine, dafür auch, meine ist Early Access. Da sind Spiele fast unfertig. Hier kann man schon so viel machen und sehen und interagieren und sich angucken mit Leuten schon bauen und was weiß ich. Also das ist schon echt viel. Kann man Pferde mitnehmen, okay. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und sieht auch wirklich gut aus, finde ich. So, klar, diesen Look muss man so ein bisschen mögen, aber ich finde es nice hier, muss man sagen. Also, das gefällt mir. So, gehen wir mal hier zu dem... Soll ich hier ein Blümchen gießen oder was? Den Kakteen. Hier sind die zwei wieder. Der latscht hier so durch den Ort. Aber ich kann ihn nicht streicheln. Ich will das Hundi haben. Kann man hier noch irgendwas looten hier? Abstauben. Hinsetzen. Ich kann mich hier hinsetzen. Die kann man. Oh, hier ist eine Kiste. Hey. 50 Gold. Sehr schön. Hier muss man also seine Augen offen halten, nicht? Jetzt können wir uns da hinsetzen. So, setzen, sitzen soll ja auch die Punkte wieder auffüllen. Na, tatsächlich, jetzt kriege ich einen Punkt gerade wieder zurück. Okay. Ganz, ganz blöd eigentlich. Hup. Wer ist das hier? Vivi, kenne ich die schon? Well, look at you, a new builder in town. Always glad to see a new face.
Here now, sugar, take this scarf. It gets chilly here at night. Courtesy of TaylorMade. Don't be a stranger, you hear? Okay, das ist die Schneiderin hier und wir haben ein Geschenk gekriegt, einen Seidenschal. Ach, das ist ja nett. Das ist ja nett hier. Seitenschal, der gibt uns hier Verteidigungspunkte. Ganz gewöhnlich. Das ist meine Handwerkerlizenz. Oh, den kann ich noch nicht ausrüsten. Okay, das muss man also eine höhere Stufe für die Klamotten haben. Aha, interessant. Gut, dann wissen wir das auch. So, jetzt müssen wir nochmal zu dem Fuzzi hier. Was jetzt? Oh, oh hey. Mian. Did you get a message from Fred, hast du auch eine Nachricht von Jan mit dem Inhalt Notfall kommen jetzt bekommen? Nee, habe ich nicht. Ich war ja hier nur unterwegs. What's the emergency? I don't know. Ich denke, das werden wir jetzt erfahren. Hm. Ein Notfall. Listen here, you lazy mopstick. Me and my boys have had it up to here with your excuses. Where's our lift, huh? Oh, look! Rocky, old buddy, old pal! Don't you buddy me, pal. Since Mason's leaving, you promised me you'd do it yourself. First it was you had a cold, and then it was your turtle beans. And today I find out you don't even got a turtle. Do you understand how much money I'm losing here? So now, I gotta give you a beatdown. Sorry, pal, but it's a company policy. Wait, no, Rocky, look! What I really meant is, I was bringing in new people to take special care of your commission. Look, here they are. Did we come at a bad time? Sind wir zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen? Ich glaube no, nicht. No, no, you came at the perfect time. Mr. Rocky here is the big boss of Eufaula Salvage. And he's got a very special commission that we should take care of right away. Okay, Mr. Rocky ist der große Chef von Eufaula Salvage und er hat einen ganz besonderen Auftrag, um den wir uns sofort kümmern sollten. Wir? With Mason's departure, the commission sort of got lost in the shuffle for a few, months or so. But now that you two are both registered workshops, you can take this commission off my hands. Help out, right? Mit Masons Abreise ging der Auftrag irgendwie verloren für ein paar Monate oder so. Aber jetzt, wo ihr beide registrierte Werkstätten seid, könnt ihr mit diesem Auftrag mir aushelfen, richtig? Oh, yeah, sure. Oh ja. That's what we're here for. Sie ist immer sehr begeistert, die Mian. Our first big job. Ja, unser erster großer Auftrag, der wahrscheinlich Haufen Probleme machen wird. Aber okay, der wälzt seinen Arbeit gerne auf andere ab, wie es aussieht. See, they're up for it. Sie sind bereit. What do you say, buddy pal? Was sagst du dazu, Kumpel? All right, Jan. Also gut, Jan. Against my better judgment, I'm gonna give you one more chance. Wieder besseren Wissens gebe ich dir eine weitere Chance. Great! Listen here, builders. Rocky and his miners are working out of Paradise Lost. Aha. You know, that big looking ruins right next to the builder's workshop. Wusste ich jetzt noch nicht. Toll, hör zu, Handwerker. Rocky und seine Merkleute arbeiten im verlorenen Paradies. Ihr wisst schon, diese große Ruine direkt neben der Werkstatt von Fred liegt. Okay. My pal here commissioned two crane lifts to move things up and down this real long tunnel they're working out of. And since there are two of you, each one of you can make a lift. Easy peasy for all. Okay, mein Kumpel hat zwei Kranlifte in Auftrag gegeben, um Dinge in diesem langen Tunnel, in dem sie arbeiten, hoch und runter zu transportieren. Und da ihr zu zweit seid, kann jeder von euch einen Aufzug bauen. Ein Kinderspiel für alle. Easy peasy. Sorry for putting you two on the spot. If only Jan's doing his job like he's supposed to and... Hey, I'm not your pal. Sorry, dass ich euch beide in Verlegenheit bringen muss, wenn Jan doch nur seinen Job richtig machen würde. Und hey, ich bin nicht dein Kumpel. If you're looking for parts, we have a bunch of salvage in our company backyard that you can ruffle through. It's located by the Paradise Lost Ruins. Lots of miners there. Can't miss it. Wenn du noch Teilen suchst, haben wir einen Haufen Schrott auf unserem Firmengelände, wenn den du durchstöbern kannst. Er befindet sich bei den Ruinen von Paradise Lost. Dort gibt es viele Bergleute, du kannst sie nicht übersehen, ja, vermutlich. Normally we charge a weekly fee for access. But here, take a free 1 week pass. Normalerweise verlangen wir eine wöchentliche Gebühr für den Zugang, aber hier, nimm einen kostenlosen Wochenpass. When you're done, install it for me as well. She already drew me up a diagram for the lift. So yeah, you can have it. Hope you put it to better use than this sigh excuse for a builder here.
Denn der Fertigseil baut ihn auch für mich ein. Key hat mir bereits eine Anleitung für den Lift gezeichnet. Also hier, könnt ihr haben. Ich hoffe, ihr nutzt es besser als diese erbärmliche Ausrede für einen Handwerker hier. Mein Rücken tat weh und so. Ist klar. Okay, also. Based on this diagram, we won't be able to find these parts from any random scrap. I guess we'll need to take a look at Rocky's salvage yard. Looks like we'll need to use a furnace as well. Okay, also wir müssen jetzt zu Rockys Schrottplatz und wir brauchen einen Ofen. Also müssen wir viel bauen. Finish if we don't get started. Let's do our best. Nun, wir können nichts beenden, wenn wir nichts anfangen. Lass uns unser Bestes geben, Fred. Ach, sie sind immer so motiviert. Alter Falter, okay. Wir haben eine Belohnung erhalten. Ein T-Shirt. Gut, wir brauchen jetzt ein Hebekran. Ziegelsteine, Holzstock, dickes Seil, Kupferstab und Lager. Oh je. Ach, die ist ein Rap. Ach, so lustig. Wo kriege ich den her? Howdy. To be an independent workshop owner. This is the life. Don't you agree? Ach, unabhängige Werkstattbesitzerin sein. Das ist doch ein Leben. Findest du dich auch? Oh ja, so lustig. Catch you later. Catch you later, ja. Okay, nice. So, was können wir hier machen jetzt? So, hier können wir jetzt Aufträge annehmen. Für Elsie. Glas. Herausragend. Ach, hier waren auch noch ein paar Schreibfehler drin hier. Für den kann ich Schleifsäge herstellen. 3 Tage. Dafür kriege ich dann mehr Ruf, Experience Points, Geld, Golds und verbessere meine Beziehung zu Hugo. Bei allem Schmelzen spielen habe ich meinen Vorrat, also Schleifsäge. Anscheinend haben die ein Problem, die deutschen Wörter hier einzufügen, aus den Augen verloren. Okay, aber das muss die Qualität herausragend haben. Das ist natürlich. Wahrscheinlich kann ich das mit meiner einfachen Arbeiterbank noch gar nicht machen. Ich kann wahrscheinlich nur einfache Gegenstände herstellen. Okay, aber da kriege ich dann immer eine gewisse Belohnung, zum Beispiel Geld oder einen besseren Ruf und so. Okay, so funktioniert das hier also. Ich will auch so einen Rap haben. Gut. Gibt wieder viel zu tun. Lass mich sein. Nee. Oh, also wie immer, es gibt unglaublich viel zu tun und meistens kommt man nie dazu. Was ist nicht hier? Weil so viele andere Sachen sind. Dreck. So, also. Was haben wir hier Neues? Wir haben ein neues T-Shirt. Verteidigungspunkte, Fähigkeitsstärke. Bringt mir das was im Gegensatz zu dem anderen? Kann man das irgendwie vergleichen? Und das gibt mir 6, also erhöht es meine HP. Und das ist schon besser. Okay. Was ist das, was wir da haben? So, wir müssen jetzt bei der Bergung aushelfen. Wir müssen so ein Ding hier bauen. Sammle Schrott auf dem Schrottplatz der Alfaula. Salvage, man verwerte deine Funde wieder, um zu bekommen, was du brauchst. Also wir müssen dann die Rohstoffe finden, die wir dann in der Schmelze, die wir noch bauen müssen. Aha, was ist das? Ich kann eine einfache Markise bauen. Und da brauche ich aber viel Kupferzeug. Kupferschrauben? Kupfer? Wer macht einen Schrauben aus Kupfer? Die verdrehen sich sofort. Kupfer ist so weich. Okay, und hier ist ein Ofen. Der braucht auch Wasser. Also der braucht Wasser, Steine, also ein Steintrog. Quarz. Ein Holzstock und Holz. Wo kriege ich den Quarz her? Erzraffinerie. Keramikflasche. Das macht das Ding alles. Bronzestangen. Und Glas. Aha. Wo kriege ich jetzt Quarz her? Also das kann ich jetzt machen. Das Ding habe ich ja. Aber man müsste ja einen Arbeitstisch für eine größere Stärke bauen. Das ist das Teil, was wir jetzt bauen müssen. Aha, da brauchen wir Lager von Wiederverwerter. Okay, mechanischer Schrott. Das müssen wir den Wiederverwerter schmeißen. Dann kriegen wir ein Lager raus. Okay, hier haben wir ein dickes Seil. Dafür brauchen wir eine Anleitung, wie man das macht. Aha, okay.
Stein, Holz, Pflanzenfasern. Hier gibt es dann auch immer kleine Tipps. Wenn du Pflanzenfasern brauchst, schneide noch ein paar Büsche. Ja, wenn man das noch nicht dann weiß. Und hier brauche ich ein Rezept in der Handelsgilde, das ich kaufen muss, um dicke Seile selber herstellen zu können. Okay. Okay, haben wir das auch. Ach, hier haben wir jetzt wieder ganz viele Leute kennengelernt. Grace. Der kann man auch anwandeln hier. Grace arbeitet in Blue Moon und ist Owens Hilfe in der hinteren Küche. Sie ist klug und fähig, aber überraschenderweise ist das Essen, das sie kocht, nicht so gut. Oh nein. So eine Art Lindsay. Okay, hier mal Rocky. Das ist der Chef von Alfaula Salvage. Und sein Team kommt von jetzt hin nach Sandrock. Heutzutage haben sie schwerer, beschäftigen sich hauptsächlich mit der Wiederverwertung von allem, was sie dann aus der alten Welt bekommen können. Okay, Vivi. Vivi wird von meistens als Ober-Vivi bezeichnet und betreibt die Schneiderei in der Stadt. Sie ist eine gute Zuhörerin, gibt kluge Ratschläge, obwohl sie manchmal etwas überfürsorglich sein kann. Sie ist Hugos Mutter und Heidis leibliche Großmutter. Aber wir hätten ja noch ein Geschenk gemacht, ne? Hat aber jetzt hier keine Auswirkung. Oder noch nicht, das ist wahrscheinlich viel zu wenig. Dass man hier eine Auswirkung sieht. Keine Ahnung, weiß ja nicht, wie viele Punkte man da machen muss, zum Beispiel, beziehungstechnisch. Wer hier so mit wem? Okay. So, gibt also viel zu tun. Webo. Gibt's. So, dann wollen wir mal anfangen hier ein bisschen was zu bauen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich kriege da meine Augenringe mal wieder weg. Und dann sehen wir uns dann wieder hier bei My Time at Sandrock. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bye bye. Yippie!